Damit herzlich willkommen zurück zu Shadow of War. Damit willkommen zurück zu Shadow of War. Diesmal wieder mit Patze und mir und nicht mit mir aus dem Schnittprogramm, der nochmal ein Voice-Over über die komplette Scheiße macht. Geil. Ich habe gestern... Heißt das, du hast ein Voice-Over über mich gevoice-overt? Quasi, aber ich habe natürlich versucht, dir nicht dazwischen zu reden. Scheiße, Mann. Okay, das erkläre ich vielleicht, während ich spiele. So, lass mal gucken. Also, wir sind hier in der Festung stehen geblieben. Es gibt hier ein paar Uruks und so. Es gibt auch noch so ein paar Konfrontationen, die wir noch nicht gemacht haben. Ich würde sagen, wir machen einfach heute mal lustige Dinge. Gassi, das ist, glaube ich, die Hauptstory, ne? Genau, ja. Redberg will sich mit dir treffen. Aber abseits davon würde ich sagen, wir arbeiten nochmal hier die Missionen ab und fangen dann mit der Stammeskonfrontation an. Ganz entspannt, damit ich erstmal wie immer wieder in die Steuerung reinkomme. Und ja, ich habe gestern, also ich habe momentan Urlaub, ich habe gestern den kompletten Tag damit verbracht, unsere letzte Aufnahmesession zusammenzuschneiden. Weil, ja, mein Ton wurde nicht recorded. Das war wunderschön. Es war ein Spaß für alle. Du bist einer von diesen, die ein bisschen Englisch in ihr Deutsch mixen. Ach so, mit dem Recorded meinst du jetzt? Oh nein! Das hält mir oh ein. Oh nein! Okay, scheiße. Ja, das fällt dir ein. Aber was mir auf jeden Fall einfällt, ist, dass da oben ein Hinweis ist. Ein Hinweis ist nicht mehr gut. Ein Hinweis? Hallo. Wie sieht's überhaupt hier aus? Also wir hatten ja ihn hier letztes Mal zum Anführer ernannt, nachdem mein anderer Anführer, der irgendwie für 2 Minuten gefühlt Anführer war, gekillt wurde. So, dann haben wir hier... Ja, erinnerst du dich noch? Ne, du erinnerst dich wahrscheinlich nicht mehr, ne? Egal, das werde ich gleich alles... Nein. Oh, Krug Traumfresser. Der sieht cool aus. Bestienfutter, der hat auch nicht viele Schwächen. Oh, ich bin ein starker Boy. Yes. Sollte man im Auge behalten. Also es ist so, wie gesagt, ich habe über die komplette Aufnahmesession, die ich zusammengeschnitten habe, Voice-Over nochmal gemacht. Das ist ungefähr 50 Minuten trotzdem noch gewesen. Das heißt, ich habe erstmal irgendwie 3 Stunden damit verbracht oder so, die Aufnahme, die 1,5 Stunden war, zusammenzuschneiden. Dann natürlich nochmal gute 50 Minuten, um das Voice-Over zu machen. Und ich kenne die letzte Aufnahmesession jetzt in- und auswendig. Kann man so sagen. Was ist denn bei Minute 43 passiert, hä? Bei Minute 43, da haben wir gerade hier den Ringgeist hier bekämpft, den Isildur. Oh. Naja, bestimmt. Okay. Ach komm schon, ich will nur den Hinweis. Dann werde ich mir diese Parts alle zusammenrechnen. Dann werden wir sehen, wie daneben du liegst. Ich lieg nicht daneben. Oh, der Typ ist... Aber du warst doch nicht sehr zuversichtlich. Nicht mit geschwellter Brust hast du gerade gesagt, ja, bei Minute 43 haben wir Isildur verprügelt. Das glaubst du auch. Nein, du hast gesagt, bei 43 haben wir, glaube ich, Isildur verprügelt. Ich bin mir nicht sicher. Ich wollte dich damit nur verunsichern. Bitte faktencheck das nicht. Ich weiß es gerade nicht. Er will es nicht faktenchecken. Er will sowas von nicht faktenchecken. Wow, därst du mich? Ja. Darest du mich? Ja. Forderst du mich heraus? Ja, ich schaue dich heraus, Bro. Ich will, dass du Sacken checkst. Dann siehst du, was wir über Minute 43 gemacht haben. Und ich sag dir, wir haben da Isildur bekämpft, Ja. Glaub mir, und ich werde das zusammenhängen und dann sage ich dir, bei 43 hast du dich wieder aufgeregt. Ich habe mich bei der letzten Aufnahmesession nicht aufgeregt. Zumindest kann man es nicht hören. Ja, weil du gevoiced hast. Das war alles eine Lüge. Du verfälschst dieses Let's Play. Das ist überhaupt nicht wahr. Guck, ich fordere nämlich jetzt diesen Typen hier vom schlechter Stamm. Ja, raus. Wetten. Nachdem die Aufnahme wieder fertig ist und du sie bearbeiten wirst, ist magischerweise deine Stimme wieder nicht aufgenommen worden. Dann mal los! Lass mich vor den Jungs gut aussehen! Ja, lass mich vor den Jungs gut aussehen. Ah. Okay, das ist interessant.
Seit wann beginnen solche Konfrontationen mit einer direkten, mit einem direkten Kampf? Das bin ich irgendwie nicht so gewohnt. Oh ja, ein paar von ihnen machen das so. Hier! Ja, alle beweisen. Oh. Das macht gar nicht mal so viel Schaden. Der ist aber 15, Mann. Ah ja, stimmt. Ich seh's ach, du dumme Sau. Ah, ich liebe es, wenn ich einen stärkeren Gegner gegenübertrete. Und dann denke ich mir so, boah, ist der tough. Nee, ich sag da lieber, du dumme Sau. Ich denke mir, warum kriege ich so einen schweren Gegner? Ist doch scheiße. Du dumme Sau. Dreckiges Cheater-Game. Wenigstens ist der so doof und lässt schon mir einfrieren. Ich muss ihm nur genug Leben abziehen, dann kann ich ihn mit einem Schleichkill töten. Jetzt brennt er auch noch. Ja, Mann, mach ihn kaputt. Ah! Und lass ihn Dreck fressen. Ja klar, zusätzlich zu meinem Herrschaftsdingens mache ich das. Ja, mach doch mal. Okay, jetzt ist er gebrochen. Yeah. Aber der Kerl ist so uninteressant, dass es mir egal ist. Ich will ihn nicht in meiner Armee. Ich könnte ihn sowieso nicht in meiner Armee haben. Nö. Und nicht vergessen, je mehr Leute du rekrutierst, desto weniger Platz hast du, dass neue interessante Persönlichkeiten auftauchen. Ja, darüber haben wir auch in der letzten Aufnahmesession zu Genüge gesprochen, glaub mir. Ja. Yeah. Glaub mir, während meiner Aufnahme von Schatten des Krieges passieren Dinge, die passieren. Scheiße, nein. Ja. Yeah. Wo er sich. Ah ne, ich hab den nicht. Ist doch kacke, wenn da so viele sind. Ist mal im Ernst. Ich muss nur gucken, dass die Umrandung. Ja, aber ich hab die. Okay. Ja, das ist ein Problem von diesem Spiel. Er steht zu nah dran auch gerade. Komm, geh mal ein bisschen weg. Okay, warte, ich hab einen Plan. Ich mach den hier. Oh, du wirst sie dahin locken, hä? Dann geh suchen, du Trottel! Das hat ja gut funktioniert. Sie haben schnell die Aufmerksamkeit verloren. Es war okay. Naja, es ist lustig, wenn das passiert. Ach komm schon, ich will doch nur die Schleichte. Ansonsten scheiße ich gleich auf die das blöde Bonusziel. Das gibt mir eh nur zusätzliches Miran oder so. Total irrelevante Scheiße. Ja, jetzt ist Miran wirklich groß, das irrelevante Scheiße. Ach, ist doch echt. Aber damals, als du noch Lootboxen hattest. Leck ihn auf den Boden! Hallo? Leck ihn auf den Boden! Ja, danke, das Spiel, dass ich nicht mal die Chance hatte, auszuweichen. Oh ja, das Spiel macht das. Glaub mir. Ich war einfach, das Spiel macht das gerne. Ich war einfach eiskalt gefreezed. Ja. Jetzt hat er wahrscheinlich wieder zu viel Leben. Oder stell mal vor, du kämpfst gegen einen Berserker mit seinen zwei Axten. Er downt dich. Du stehst gerade auf und dann machst du deine Bullshit-Wirbelwind-Attacke und downt dich instant wieder. Er stirbt gleich durch den Brandschaden, ich seh's kommen. Was? Achso, das ist, weil er mich noch entdeckt hatte, kacke. Ja. Nein, ich bin nicht hier. Nein, du bist ganz woanders. Ich bin gerade ganz du woanders. Ganz anders. Ich mach was ganz anderes. Kannst du jetzt aufhören, hinter mir herzurennen? Ich bin hier nicht. Ja, er will einen ehrenhaften Kampf und du rennst weg und er denkt sich so, nee, Kumpel. Ach komm. Mein ehrenhafter Kampf oder ich verprügel dich? So denkt er sich das. Kein Wunder, dass dieses Let's Play so lang dauert. Komm schon. Ja, du wirst ja nicht ehrenhaft mit denen kämpfen. Das ist dein Problem. Nein! Ja! Also zählt das als Schleichkill? Ist mir egal. Doch, zählt sogar. Cool.
Ist ja gut, dass irgendwie so rein zufällig zählt. Ja, 300 extra Miran. Gott sei Dank, Mann. Ja, Mann. Mit denen könntest du dir Leute kaufen. Ja. Ah, what the fuck? Jetzt wirst du verprügelt. Sei der Scheiß, Mann. So. Ich will wenigstens noch ein paar Informationen. Das ist mir. So, hier könnte ich mir eigentlich. Ja, ist eigentlich total egal. Schauen wir mal zu dem da die Informationen. Lorm, der Anschleicher. Und der ist. Naja. Level 15, ne? Ja, du hast einen Pfeil im Kopf stecken, Bro. So, okay. Okay, lass mal gucken. Wo? Was ist das? Online-Blutdrache. Nevermore. Nee, den kenne ich nicht. Will ich ja nicht kennen. Okay, ich teleport. Ah, okay, ich bin, weil ich noch verfolgt werde. Naja. Weg, weg. Geht weg von mir. Naja, was ich vorhin noch sagen wollte, bevor ich von dir unterbrochen worden bin. Ja. Also mein Schatten des Krieges hat gerade die Anwandlung. Mir zu sagen, ja, erinnerst du dich noch an deinen Nemesis? Und ich so, ja. Also, wie wär's mit drei verschiedenen Varianten davon? Und ich so, was? Was? Ja. Also ich hab den anderen Dude nie mehr wieder getroffen nach dem Arena-Kampf, der sehr enttäuschend war. Weißt du, warum deiner nicht wiedergekommen ist? Manchmal tun sie es, manchmal tun sie es nicht. Das war ja bei meinem ersten Run-Through von Schatten des Krieges ja so lustig, wo Zakra the Mindless kam und ich ihn eigentlich in der Arena in zwei geteilt habe und er ist dann zurückgekehrt. Der Mindless-Typ, ich erinnere mich an den. Ja, aber er kam wieder, als wäre nichts gewesen. Ja, wo ich ihn einmal umgebracht habe. Nur, du hast ihn nur in zwei geteilt, das ist für den Oro kein Grund. Bitte dich. Andere kommen als Maschine wieder. Ja. Mich hätte nicht gewundert, wenn die den irgendwie, wenn die zwei Hälften einfach in so eine komplette Metallform gepresst hätten und dann gesagt hätten, okay, das ist jetzt seine neue Rüstung. Und er wird quasi nur durch diese Metallrüstung zusammengehalten und das Fleisch ist an den Nahtstellen wieder zusammengewachsen. Ja. Bei Uruks ist alles möglich. Die können durch alles Mögliche sterben und kommen wieder. Ja. Manchmal kommen sie wieder, manchmal sterben sie einfach nur, weil sie stolpern und dann sind sie einfach tot. Ja. Weil der Aufpreis so schlimm ist. Andere schmeißt du ein Gebäude runter. Die kommen wieder, ohne irgendwas. Das Gemetzel wartet. Bist du bereit, es kennenzulernen? Ja, Mann, ich bin bereit zu snitzen. Oh, ich hab ihn angezündet. Gaido! Ich mag's nicht, wenn ich unvorbereitet in sowas reingehe. Was soll das? Wieso magst du das nicht? Oh, ups, das wollte ich eigentlich nicht. Oh Gott, was passiert hier? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ja. Aber irgendwie brennt hier alles. Ich werde dich gern unterbrochen, Mann. Jo. Wenn es etwas gibt, was ich wirklich hasse, dann ist es während des Kampfs unterbrochen zu werden. Der Typ kann sich auch nicht entscheiden, ob er jetzt brennen oder... War es zu langsam, Alter? Langsam Tag! Ich brauche noch einen Metzger, ich habe hier noch keinen. Ich werde für dich erobern. Gerade hier solche Typen sind vielleicht... Wir wollen nicht, dass du für uns eroberst, wir wollen, dass du für uns Metzger-Sachen tust. Richtig. Hallo? Das Fleisch schneidet sich nicht von selbst? What the fuck? Nee, den will ich nicht haben. Bitte was? Der... Ja, hast du mir nicht zugehört? Der will nicht metzgern. Der will ja nur kämpfen. Oh. Was für ein Dude? Warte, ich muss ganz kurz mal die Aufnahme pausieren. Pay. So, ich bin wieder da.
Ich bin auch wieder da. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier waren wir stehen geblieben. Also der Metzger, ja? Also den habe ich jetzt rekrutiert, damit er quasi unsere Armee mit Fleisch versorgt. Und generell, ja, aber der will nur kämpfen. Und generell geht es darum, dass auch der Wert von unserer Festung hier ein bisschen, hochgeballert wird. Und das funktioniert ja, aber, nicht. Ja, aber der will ja nicht Metzger, der will kämpfen. Wenn du ja hier so Level 20 Typen und so hast, da stehst du. Und dann so ein Level 50 Typ, der wertet das Ganze natürlich schon ein bisschen auf. Guck dir die Typen mal an, hier ist keiner Level 50 sonst. Ja, deswegen gibst du ihm Befehle, dass sie gegen andere Typen kämpfen müssen, dann leveln sie. Lass mal grad gucken, was geht denn bei dem Typen so ab? Alles außer Metzgern. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Epische Wurfmesser. Wahrscheinlich verrät er dich gleich. Erweiterte Klasse Meuchler, keine Chance. Oh, der gibt einem keine Chance. Stammesbonus, Schlachterbeile, bla bla bla. Heimgesucht. Okay. Ja, klingt doch ganz gut, würde ich sagen. Warte mal. Golm. Wir haben hier keinen. Oh, der Typ da ist sein Blutsbruder. Okay. Dann sollten wir den vielleicht auch noch rekrutieren. Ja, aber das machen wir über Zeit. Ich mach den mal zu meinem Leibwächter. Wenn der unbedingt kämpfen will, verstehst du, was ich meine? So. So. Okay. Was haben wir hier noch? Banditen. Oh. Dreckige Banditen. Fleisch. Es ist leider nicht Fleisch. Ich will einfach noch einen Kommentar wie aller Fleisch abgeben. Das ist okay, ab und zu so ein Fleisch ist immer mal nicht schlecht. Zack. Oh. Olegs sind immer toll als Untergeben, aber der ist leider Level 14, sehe ich gerade. Blöd. Unterlevelte Typen kann ich in meiner neuen Armee hier nicht gebrauchen. Ich brauche was, was die Festung verteidigt. Und jemand, der vollkommen unterlevelt ist, verteidigt mir keine Festung, verstehst du? Verstehst du, was ich meine? Also heißt das, du bringst jetzt die ganze Armee um, weil sie alle nicht Level 50 sind? Nee, die da sind, ist okay, aber wenn die sterben, werden sie halt durch mächtigere ersetzt, nicht durch irgendein Level 14. Oder du schickst sie alle trainieren. Was denn trainieren? Ja, einfach andere Uruks umbringen. Ja, gut, das könnte ich natürlich tun, aber das erfordert ja alles Zeit. Ich weiß ja nicht. Hey. Ja, die kriegen schon ziemlich viele Levels dazu, wenn sie. Aber da muss ich denen ja jedes Mal helfen, oder? Und da geht das von alleine. Naja, wenn es kein zu starker Gegner ist, ist das alles kein Problem. Ja, probieren kann man es ja mal, ne? Warte mal. Ja. Befehligen. Ausbildungsbefehle. Achso, ne, das ist das Falsche. Warte mal. Ach, das ist ein Gegner, oder? Ne, ist es nicht. Hä? Befehligen? Arbaruk. Klickst du. Ah, okay, ich muss einen anderen Typen anklicken, okay. Ja. Überfällst Lorm den Anschleicher. Und Ur-Kalmar, der Stolze. Ur-Kalmar. Der. Okay, bring den halt um. Ja. Okay, sehr gut. Wo ist hier mein Metzger-Dude? Jetzt weiß ich aber wenigstens. Was ist hier? Weil da wollte ich gerade eben nochmal gucken. So. Ja, auf Legendär würde ich ihn jetzt nicht aufrüsten. Aber vielleicht würde ich ihm noch irgendwas als Verstärkung geben. Schaden. Eine Verstärkung, er ist der Metzger. Eltern Elitekämpfer. Ah komm, wir geben ihm die Elitekämpfer.
Oh, da freut er sich. Ja, da freut er sich.